Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu F122 My Team. Wir fahren heute in Barcelona in Spanien. Wir haben noch ein bisschen was zu machen. Aber was haben wir denn für Updates zu tun? Wir haben keine Updates zu tun, wir haben nur 600 Punkte. Das ist richtig gesehen. Da kriegen wir nicht viel hin in der Zeit. Ja, dann kümmern wir uns, machen wir hier, hauen wir das mal rein. Und das da. Shit. Mal den Chassisaufbau raus. Finanzielles Team-Event, das ist ein bisschen größer, ja. Zweites war externes Training. Wie gesagt, wir arbeiten ja schon dran, ihn wieder zu ersetzen. Wir sind Fünfter in der Rangliste. Mittlerweile. Und just saying nebenbei. Wir haben Alpine überholt anscheinend. Das wird zum 9. Juni fertig. Wir haben noch Mai. Ja, das wird zu Kanada fertig. Also es wird hier kein Update kommen bis Ding. Natürlich schade, aber okay. Gehen wir mal weiter. Hey, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Was sollen wir bei dieser Angelegenheit machen? Wir wurden von einem Bauunternehmen angesprochen, das unser Land abkaufen will und darauf Wohnungen zu bauen. Das ist im Bereich, in dem einige von den strapazierfähigen Abteilungen von der Mittagspause spazieren gehen oder Vögel beobachten. Es geht um viel Geld. Was soll ich an dem Vorschlag machen? Ablehnen. Gute Entscheidung. Danke. Bitte. Alles fürs Team. So. Barcelona ist da. Wir haben kein Update fertig bekommen. Ist ja logisch. Wie erwartet, Alpine wieder an uns vorbei. Die sind jetzt auch ein Red Bull vorbei. Red Bull ist noch das 5-checkte Team. Alpha ist, glaube ich, gleich stark mit uns, wenn ich es richtig gesehen habe. Wir sehen erst, wenn wir im Ding drin sind. Es ist das letzte Rennen für diese Runde des Motors. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir es jetzt hinkriegen. Wir sind aktuell WM Zweiter hinter Daniel Ricciardo, Lando Norris, Leclerc und Sainz sind noch vorne mit dabei. Und da muss man irgendwo scrollen und auf 16 steht Valtteri Bottas. Das ist natürlich bitter. Zum Rennwochenende, auf geht's nach Barcelona. Ich habe gerade irgendwas im Auge. Ich bin blind. Jetzt da. Runde 4 von 10. Sonnenschein pur. Irgendwie ist es ruckelt ein bisschen. Kann das sein oder kommt nur mir das so vor? Also hier ist nicht. Aber da ruckelt es echt immens und ich habe keinen Plan warum. Müssen wir mal schauen, wie es jetzt im Game ist. Ansonsten muss ich schauen, woran das liegt. Okay, da passt alles. Das heißt, wir fahren das Training. Streckenakklimatisierung, super. Ich hoffe, dass das nicht im Ding so ruckelt, weil das ist schon ein bisschen komisch. Sieht eigentlich ganz okay aus. Mhm. Schauen wir mal. Streckenakklimatisierung. Warum auf harten Reifen? So. Okay, your goal is to get through as many corner gates as quickly and precisely as possible. Best of luck.
fuck out then. Ja, das ist irgendwie genauso ruppelig. Oder geht's nur irgendwie mir so? Ich weiß es nicht. Das ist irgendwie schon flüssig, aber irgendwie auch nicht so flüssig wie sonst, oder? Irre ich mich? Definitiv nicht flüssig. Muss ich da nochmal das Spiel kurz schließen? Kann sein, dass dann kurz einen zweiten Teil gibt. Wir fahren jetzt diese Runde kurz fertig. Ja, das geht gar nicht. Also das geht wirklich mal gar nicht. Und auf der Geraden ist nicht schlimm. Aber in der Kurve merkt man es dann schon deutlich. Und das ist nicht so angenehm. Super. Die Kurve haben wir gar nicht erwischt. Nee, das ruckelt richtig. Also das ist wirklich nicht flüssig. Ist sogar ziemlich unangenehm zum Fahren. So die Stelle, wo uns Tsunoda letztes Jahr rausgekickt hat. Nee, hier, schau mal, wie das ruckelt. Nee, irgendwas stimmt nicht. Weiß nicht, woran das liegt. Seht ihr selber. Keine Ahnung, ich weiß gerade echt nicht, an was das liegen könnte. Ich habe eigentlich alles geschlossen im Hintergrund. Das dürfte ich im Hintergrund nichts laufen. Gucken wir schon, ob alle Updates drauf sind. Aber hier, boah, das ist ganz, ganz schlimm. Ist die Frage, wie es bei euch denn rauskommt oder ob es gerade einfach nur bei mir so ist. Und das ist echt unangenehm. Naja, das ruckelt ohne Ende. Reifenmanagement. Ja, es ist wurscht. Simulieren wir zum Ende durch. Wir sind 1,3 langsamer als Piastri auf dem Soft. Das ist okay. Simulieren wir ganz kurz am Ende durch. Dann brechen wir es kurz ab und starten dann ins Qualifying rein. Aber wie gesagt, davor muss ich schnell das Spiel schließen und wieder öffnen. Das ist ganz gut. Die Zeit, die Leclerc schneller war als wir. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert. So. Genau, ich sag kurz, schau mal vor, wir sehen uns gleich wieder und ich versuche mal zu ergründen, warum das hier so ekelhaft ruckelt. Bis gleich.
So, wir sind zurück. Ich glaube, ihr habt den Fehler gefunden. Es war so, dass im Hintergrund noch die Facecam lief und Facecam, OBS und das Game ist natürlich ein bisschen schwer. Ich muss nur mal schauen, dass ich jetzt wirklich auch die Aufnahme gestartet habe. Ja, sie ist gestartet. Dann würde ich sagen, springen wir zum Qualifying. Jawohl, ab Richtung Q1. Es ist natürlich jetzt gut zu wissen, habe ich halt eine Stunde verloren. Danke dafür. Liebe Elgato Facecam. Ja. Wir schauen mal. 2700 Punkte. Das ist schon mal gut. 2700 Punkte ist das große Update in der Aerodynamik. Wenn wir das noch vor Kanada hinkriegen würden, das wäre geil. Ich verstehe nicht, wie das Auto so weit rauskommen kann. Ich komme da nicht mal voll aus der Kurve raus. Also unser Motor ist ziemlich angeschlagen. Auch MGUK, TL und Getriebe. Wie gesagt, das Einzige, worum wir uns noch gar nicht gekümmert haben, ist halt wirklich, wie lange halten unsere Sachen durch. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass wir jetzt hier eine Runde hinkriegen, die gut genug ist, dass wir in Q2 kommen. Q2 kann man von mir aus ausschalten. Das ist mit dem Auto wirklich in Ordnung. Oh, hallo! Das Auto lenkt auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe vorhin schon das Gefühl gehabt, wo es so geruckelt hat, dass das Auto nicht lenkt. Deswegen wusste ich nicht, ob es das Ruckeln ist. Warum das Auto nicht so gut lenkt, aber nein, es ist wirklich das Auto, was nicht gut lenkt. Das gefällt mir gar nicht. Zweiter Sektor, schnellste Zeit, das wundert mich. So, jetzt fahren wir diese Kurve mal voll. Komisch, jetzt bleiben wir drin, also... Komm schon. Jetzt 18.334, das ist okay. Jetzt 18.334 ist okay. Oh, schauen wir mal. Weißt du was? Wir lassen die Zeit mal stehen. Sie alle fahren nochmal. Oh, komm, mit 1.18.0. The fuck? Ah, gut, Renault, ja klar. Elfter, die 1.18.334. Habe ich doch gesagt, das reicht. Und somit haben wir einen Reifensatz mehr, falls wir es doch noch irgendwie in Q3 schaffen. Wo kommt beste Zeit? Bottas auf der 3, das ist auch gut. Mick raus, Magnussen raus, Tiktum raus, Schwarzmann, was ist im Piastri los? Der geht so unter gegen Guan Yu Zhou. Latifi, auch ultra schlecht. Albon jedes Mal eine Runde weiter. Die zwei Alpha und die ersten Martin, ja, die sind schlecht. Ist so. Diese vier sind gebucht als aus in Q1. Aber ansonsten müssten die doch schauen, dass sie da eigentlich durchkommen, jetzt mal ehrlich. So, und jetzt haben wir eben einen Reifensatz mehr für Q3. Vielleicht sollten wir das einfach so machen, dass wir wirklich versuchen, die erste Runde
so gut zu fahren in Q1, dass wir wirklich die anderen Reifensätze aufsparen können. Ist Albon unterwegs. Ich hoffe, der macht ernst. Joe 1.20.1. Wenn ich die perfekte Kurve nehme, die Schikane kostet uns jedes Mal Zeit. Kann die Runde noch so gut sein, 1.18.5, die kostet uns einfach Zeit. Diese Schikane ist eine Arschgeige. Ich hasse diese Schikane. Es ist so schade, dass man nicht mehr Vollgas runterfahren kann hinten. Das ist so schade. Sind 5 eine Sekunde. Es ist volle Konzentration, jetzt auf geht's. Plötzlich ist es keine Sekunde mehr. Jawohl, geht doch. Es müsste ein 1.17 gewesen sein. Platz 4. Der Anschluss zu McLaren und Ferrari fehlt natürlich noch. Ja, aber da können wir einfach hoffen auf Fehler im Rennen von den Jungs. Und die werden kommen. Wir schlagen zumindest Ricciardo. 1.17.998. Ich habe gesagt, das hätte eine 1.17 sein müssen. Die war es auch. Und wieder, es ärgert mich wieder. Das ist genau das, was ich sage. Bottas so stark und jetzt eine 1.19.2. Platz 15. Der war vorhin 0,4 schneller als wir. Ich verstehe
Verstehe ich nicht. Ist genau das Problem. Ist genau das Problem, was ich die ganzen letzten Rennen, beziehungsweise jetzt muss ich es halt direkt ansprechen. Es ist so. Es ist das vierte Rennen. Bottas ist einmal außerhalb der Top 15 gestartet, dreimal innerhalb der Top 15, zweimal innerhalb der Top 10. Und er hat es nur einmal in die Punkte geschafft, weil wir in Australien so sehr verteidigt haben, dass drei Leute nochmal in die Box kommen müssten. Und nur deswegen ist er Neunter geworden. Und das muss ich halt schon sagen. Bottas wäre immer noch punktlos in einem Auto, wo man locker Punkte holen kann. Vor uns sind zwei Renaults positioniert, die beide deutlich schlechter sind als wir. Ocon könnte ein Gegner sein für Bottas, ja, aber nicht Stroll. Ricardo und Norris haben die Zeit schon gesetzt. Boah, da schießen wir fast ein bisschen zu weit drüber hinaus. Da hat es uns hinten kurz das Heck ein bisschen weggezogen. 1.18.2.8.0, 1.17.9 Charles Leclerc im ersten Versuch. Okay, eine Runde haben wir noch. Nur siebter aktuell. Also wie gesagt, 0,3 können wir dann noch rausholen. Aha, Platz 5. Wird schwer. Wird interessant. Mich wundert, dass die McLaren gerade so weit hinten sind. Raus auf die Strecke. Einmal noch konzentrieren. Vollgas in Spanien. Das war übrigens super für ein Thumbnail. Mit diesem Grandstand im Hintergrund absolut Bombe. Man muss sich halt theoretisch dann überlegen, wer ein Fahrer wäre, der in Frage kommen würde. Der in Frage kommen würde für unser Team. So, aber jetzt da Konzentration. Zeit liegen lassen.
Das ist eine minimale Verbesserung. Für was reicht's? Oh, Platz 4 am Ende. Das ist gar nicht schlecht. Platz 4 am Ende ist gar nicht schlecht. Das überrascht mich jetzt gerade selber. Weil die Runde war nicht unbedingt gut. Aber das überrascht mich jetzt gerade selber. Was ist mit dem McLaren los? 8 und 10. Das ist natürlich morgen große Chance für Ferrari. Entschuldigung. Live und ohne Unterbrechung beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Will nichts sagen, aber das ist morgen eine große Chance für Ferrari. Die 22 Punkte können morgen weg sein. Wenn dieses Rennen nur ansatzweise so läuft wie dieses Qualifying gerade. Schauen wir mal. Wir haben theoretisch mit Ocon und Gasly jemanden hinter uns, wenn sie uns nicht hinterherkommen, die keine Chance haben. Was ich eigentlich ganz nice finden würde. Aber schauen wir mal. Müssen wir mal gucken. Russell wieder outqualified, das ist nice. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische und dann zum großen Preis von Spanien. 18 Runden müssten das sein. Schauen wir mal, wie es uns da geht. 17 Runden. Bis dann, Tschüssikowski.